Willkommen nochmal zu SteamWorld Dig 2. Ist jetzt tatsächlich einige Wochen her seit unserem letzten Versuch. Ich habe in der Zwischenzeit immer mal wieder so ein bisschen, wie man sieht, unten an der Leiste diese Blutkristalle, wie die oben heißen, gesammelt. Und was ich halt nicht wusste, ist, dass wir können ja quasi die hier einlösen gegen Herzen. Das Problem ist, ich dachte hier, wir hätten hier quasi, wenn wir ein Slot haben, wären das 5 Herzen. Aber es gibt nur 1,5 für das ganze Ding. Also somit haben wir hier im Prinzip 3, 6, 12, 18 Herzen. Wenn wir jetzt oben mal nachzählen, das sind 3, 6, 10 Herzen. Also gute 2 Leben, die wir hier nochmal auffüllen können. Plus unser Gimmick, das wir noch einmal zusätzlich kriegen, wenn die Energie runter ist. Wir werden sehen, ob wir es diesmal schaffen. Wenn nicht, dann lasse ich es halt auch sein. Dann werden wir es wahrscheinlich beim nächsten Anlauf nicht hinkriegen. So, ich weiß ja auch gar nicht mehr, was als erstes überhaupt gekommen ist. Kein Düsenantrieb erlaubt, okay? Oh, das schon. Jetzt? Dann ist das Zufall, oder was? Scheiße. Na, weg da. Gut, positiv ist, dass das Wasser regeneriert. Oh, ich erinnere mich, das war beschissen. Also hier werden wir auf jeden Fall ordentlich Leben verlieren und dann halt bei diesen Roboterviechern, da haben wir auch... Oh, leck mich doch. Leck mich doch. Drei Herzen. Die Frage ist, war es das jetzt oder war es das noch nicht? Oh. Falsche Taste auch noch gedrückt hier. Ach so, jetzt muss ich hier kaputt machen oder was? Irgendwas kommt da noch. Ich sollte vielleicht schon mal... Siehst du, da steht es ja 5-mal großer Blut-Jaspis für 1,5 Gesundheit. Das ist natürlich ein echt schlechter Deal, ey. Oh, das war knapp. Was ist denn jetzt Phase? Okay, ich habe mit irgendwas sowas gerechnet, dass wir irgendwann springen müssen. Gut, Ebene 1 geschafft. Ich habe auch gar keine Ahnung, wie viele Ebenen es gibt. Also, bei der sind wir letztes Mal gestorben, auf jeden Fall. Kein Schild. Prüfung der Tasten. Okay, die ist neu. Ich nehme an, alle Tasten müssen gedrückt sein. Was wird das an Kuchen? Nice. Gar keine Anspielung.
Und nu? Hä? Das wäre auch zu einfach gewesen, aber hä? Was muss ich machen? Ich guck gerade auch so ein bisschen auf die Minimap oben, aber... War der Kuchen jetzt irgendwie ein Zeichen oder sowas? Den Kuchen verstecken. Herrlich. Wo? Die Frage ist... Hätte ich theoretisch an jeder Stelle durchbuddeln können oder war das jetzt Zufall? Okay, den Raum habe ich jetzt gemocht, muss ich zugeben. Raum Nummer 3. Theoretisch wäre der Roboterraum noch über. Der Sprungraum. Und irgendwas mit der Lava war auch noch, ne? Prüfung der Raketen. Scheiße, wie mache ich das? Wie kriege ich die denn? Alter, das ist ja mega schwer. Ich glaube, hier werden wir schon versagen. Na, wie kriege ich denn das? Vor allen Dingen. Ich krieg das ja auch nicht so gelenkt. Vergiss es, ey. Ja, genau so müsste ich es jetzt hinkriegen, bis auf die andere Richtung. Scheiße. Was? Wie soll ich denn das schaffen?
Okay. Vor allen Dingen, wie lange geht das noch? Das schaffe ich gar nicht so schnell. Selbst wenn ich dann die Explosion in Kauf nehme, werde ich weggebamst. Scheiße. Aha. Okay, ich würde auch sagen, damit gebe ich auf, ey. Also wir haben ja bis jetzt jeden Raum geschafft, bis auf den, und das war jetzt natürlich auch ein bisschen unglücklich, aber es ist auch machbar, muss ich auch zugeben, aber ich habe jetzt echt keine Lust, jetzt nochmal die ganzen Kristalle mit zusammenzusuchen, damit wir noch ein bisschen Leben haben. Und um dann eventuell wieder da zu scheitern, oder vielleicht wird es der letzte Raum, man hat kaum noch Herzen und ach. Nee. Es ist ein tolles Spiel, aber das ist halt so ein Hardcore-Dungeon und ich bin halt auch kein Hardcore-Gamer, muss ich einfach auch mal zugeben. Gut, dann war es das jetzt mit SteamWorld Dig. Spitze, bedanke mich. Bis denn.